Ja, guten Morgen, hier bin ich mal wieder. Ich möchte mal über das Thema hochsensibel sprechen. Ich glaube, das verkennen einige Leute, die denken denn, oh, sensibel, ich bin sensibel, oh, ich bin weinerisch, ich bin dieses. Das hat damit gar nichts zu tun. Hochsensibel hat einfach damit zu tun, dass man eine Reizüberflutung hat und dass man zum Beispiel, sagen wir, es passiert was und man sieht es schon vorher, dass da was passieren wird und andere glauben dir, ja, das ist ja alles Hirngespinst und das ist ja gar nicht so und dann passiert es. Bingo, da ist es passiert, weil andere das schon vorahnen. Das bedeutet Hochsensibilität. Und da gibt es auch Kinder von, sag ich mal so. Zum Beispiel, wenn die jetzt im Unterricht träumen oder so und die Lehrerin der Meinung ist, dieses Kind träumt. Das Kind muss aber gar nicht träumen. Ich meine, man sieht es ja dann an den Zensuren, was es später für Zensuren hat oder auf dem Zeugnis. Und das weiß man als Elternteil, aber manche Lehrer machen sich da gar keinen Kopf. Vielleicht würde ich als Tipp mal geben, den Pädagogen, sie sollten mal das Buch lesen, Hochsensible Menschen. Weil das ist sehr interessant und man kann daraus sehr viel lesen. Man lernt sich selber kennen oder man lernt andere Menschen kennen. Hochsensible Menschen sehen auch sofort, wenn es einem nicht gut geht. Andere Menschen können es gar nicht sehen. Die gehen da drüber weg und sagen, oh, ist mir doch egal. Was interessiert mich das? Hauptsache, mein Popo ist wichtig. Und ich habe mein Popo im Trocknen. Und wenn ich im Büro sitze, habe ich meine Ruhe. Da muss ich mich mit solchen Sachen gar nicht beschäftigen. Ja, so sind leider die Menschen. Und die hochsensiblen Menschen machen sich einen Kopf. Das sind Weltverbesserer. Das sind Gerechtigkeitsmenschen. Die wollen Gerechtigkeit auf allen Ebenen. Die kämpfen dafür. Das sind Kämpfernaturen. Das sind hochsensible Menschen. Aber hochsensibel ist auch keine Krankheit. Hochsensibel ist auch eine Begabung, weil man vieles vorher sehen kann, was andere nicht sehen können, wo sie blind durch die Gegend laufen. Haben auch ein Feingefühl für Tiere. Ein sehr feines Gefühl. Die Tiere selber merken das natürlich auch. Und ja, ich bin jetzt auch noch weiter beim Lesen, weil mich dieses Thema auch interessiert, weil mir das auch selber mal bestätigt wurde. Und jetzt bin ich natürlich intensiv am Lesen, weil mir sowas eigentlich noch nie gesagt wurde und ich mich auch noch nie mit diesem Thema beschäftigt habe. Aber ich finde das sehr interessant. Aber es ist auch interessant, wenn du dich mit anderen Leuten, wenn du sensibel hinschreibst, wie die Leute dann reagieren. Oh, ich bin nicht sensibel, ich bin kein Weichei, oh, ich bin keine Mimose. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Gar nichts. Es hat einfach nur mit einer Reizüberflutung zu tun. Und hochsensible Menschen haben zum Beispiel, sie sehen jetzt ein Problem. Ja? Ein normaler Mensch, normal, hört sich auch bescheuert an. Entschuldigung, dass ich das so sage, das Wort sagt man ja nicht. Also ein nicht so gefühlsbetonter Mensch, sag ich mal so, der nicht so viel Gefühle hat, denkt, ach, mir doch egal. Aber ein anderer macht sich noch 5 Tage danach einen Kopf. Wie könnte das sein? Und solange dieses Thema nicht besprochen ist und ausgesprochen ist und man über dieses Thema geredet hat, wird der Hochsensible immer wieder nachhaken, weil das Thema einfach nicht abgeschlossen ist für ihn. Die anderen zeigen natürlich kein Verständnis. Und das ist auch genauso bei Kindern, versuche ich jetzt zu verstehen. Ja, also man muss versuchen, Verständnis gegenüberzubringen. Natürlich nicht mimosenhaft werden, das ist mir auch klar. Aber dass man eben sagt, ja, wir können jetzt über dieses Thema reden und wir reden jetzt hier Klartext und wir sprechen das aus. Der andere sagt dann, oh, für mich ist das vergessen. Aber wenn das Thema nicht richtig ausgesprochen ist, ist es für den Hochsensiblen immer noch nicht vergessen. Aber das ist keine Krankheit. Das ist eine Begabung. Und diese Begabung haben auch manche Kinder. Das sollten die Eltern mal nicht vergessen und sollten das mal nachprüfen. Es gibt so einen Test, Hochsensibel-Test. Kann man machen. Da stehen dann zum Beispiel Sachen, mögen Sie Menschenansammlungen, mögen Sie, wenn viele einkaufen gehen. Mögen Sie gerne feiern, mögen Sie gerne trinken, alles so steht drin und das kannst du mit Ja oder Nein beantworten. Und dann wirst du sehen, ob du hochsensibel bist oder nicht. So sehe ich das. Und das ist schon sehr interessant, dieses Hochsensibel, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich werde da auch weiter in diesem Buch lesen und mich da schlau machen, weil ich sehr gerne lese. Das tun Hochsensible übrigens auch. Die lesen immer sehr viel in Büchern. Lesen immer viel nach. Input, Input, Input. Naja, gut, andere studieren und ich lese mir das halt aus Büchern. Und ich finde es auch interessant, weil man vielleicht damit auch Menschen helfen kann, um sie zu verstehen, um sich damit auseinanderzusetzen, warum Kinder eigentlich so sind, wie sie sind, warum Erwachsene so sind, wie sie sind.
und nicht alle zu bestrafen oder zu verurteilen. Weil das, was ich manchmal auch in meinen Videos sage, das soll auch nicht böse gemeint klingen. Das sind nur Sachen, die mir zugetragen werden oder die ich selber spüre, was andere nicht spüren. Das solltet ihr euch mal durch den Kopf gehen lassen. Und diese Hochsensibilität gibt es bei sehr vielen Menschen. Und gerade bei den Menschen, die ein Trauma erlebt haben. So, ich wünsche euch noch einen schönen Tag.